Moin, moin. Ich will euch eben, bevor ich die Sachen einpacke, zeigen, was ich für die liebe Heike gebastelt habe. Ja, in der Regel ist das ja so wie bei allen anderen auch. Man bastelt was Schönes und dann verpackt man es schön. Und wenn man dann das Päckchen zur Post gebracht hat, denkt man sich ja super. Toll. Kein Foto gemacht, kein Video gemacht, gar nichts. So, dem will ich also jetzt entgegengehen. So, und zeige euch hier einmal den Chunky Charm, den ich für sie gemacht habe. Da habe ich aber noch ein separates Video dazu gemacht. Das werde ich wahrscheinlich auch vor diesem Video dann schon hochgeladen haben. Das Ganze kann ich natürlich erst hochladen, wenn das Päckchen bei der Heike angekommen ist und sie das ausgepackt hat. Das wäre ja sonst blöd, dann wäre es ja keine Überraschung mehr, ne? Also, Chunky Charm kurz gesehen, länger gesehen in dem Video, das ich zuerst hochladen werde. Heike steht auf Igel und auf Waldtiere, also habe ich ihr diese Magnete gemacht. Die kennt ihr schon aus dem Pop-out. Ich habe auch nicht mehr viel noch draufgeklebt, weil ich finde, die wirken so schon gut genug. Hier sind so drei Strasssteinchen. Hier haben wir ein Herz und auch drei Strasssteine. Und das war es dann auch schon. Und ich finde, das reicht auch. Wäre sonst viel zu überladen. So, dann haben wir hier einen kleinen Schildkrötenanhänger. Da gilt das Gleiche. Erstmal ist wenig Platz da. Hallo Fokus. Moment. Tada! So, deswegen sind hier auch nur drei kleine Steinchen drauf. Und dann hier dieser, das ist so ein, wie nennt man die denn, diese Bänder? So ein Handyband oder so. Ja, das habe ich da dran gemacht. Und ja, das wirkt auch so, wie ich finde. Dann, ich sagte ja schon, sie mag Igel. Und deswegen kriegt sie diesen kleinen, lieben, süßen Kollegen von mir. Mit einem Karabiner dran, dann kann sie sich überlegen, ob sie sich den an einen Schlüssel packt oder vielleicht eine Tasche oder was auch immer. Aber den finde ich halt mega süß. Sie hat sich von mir eine Elfe gewünscht. Und ich habe ihr die hier gemacht. Und auf die bin ich ja sowas von stolz. Die finde ich so gelungen mit den Steinchen und diesen Rosen da dran. Und ja, nachdem ich die ersten Elfen versucht habe zu lackieren, was ja gründlich schiefgelaufen ist, das habt ihr auch schon in einem meiner Craft-Update-Videos gesehen, mache ich das nicht mehr. Und ich finde tatsächlich, dass die in Matt viel schöner sind. Muss nicht glänzend sein. Ich bin sehr gespannt, wie sie darauf reagiert. Ich habe da nur so ein einfaches Bändel dran gemacht, weil ich ja nicht weiß, als was sie es nutzen will. Und ich hoffe, es gefällt ihr sehr. Ja, ich finde die Rosen so schön. Die sind so toll hier. Ja. Also ihr merkt schon, ich bin selber total verliebt in das Teilchen und auch in das nächste. Ja, da habe ich einen der Rahmen bearbeitet. Sie sagte mir, sie steht auch auf Kawaii, aber hätte selber noch nicht so wirklich was. Oh, den Ring muss ich noch mal ordentlich zusammen machen. Da der Biegering ist nicht gut geworden. Ich finde das Mädchen so süß. Ja, ich stehe auch total drauf. Kawaii finde ich ganz toll. Ich habe eigentlich auch nichts, ne? Ich habe jetzt nur so ein paar Cabochons. Und das war's eigentlich. Aber ja, mal gucken, irgendwann. Das ist eine Goodie Bag. Ich glaube, so ist es richtig. Ich hatte ja von Lydia habe ich meine erste Goodie Bag geschenkt bekommen. Die fand ich ja so mega schön und die Idee fand ich eben auch toll und deswegen habe ich jetzt auch für Heike eine gebastelt. So, die ist pickepacke voll, wie man sieht. Da ist jetzt auch nicht viel dran, weil ich einfach das Papier so schön fand. Deswegen habe ich da jetzt nur so ein paar Strasssteinchen drauf gemacht, eine Feder drauf geklebt und hinten mit Serviettentechnik einen schönen Traumfänger da drauf gemacht. Man sieht, ich bin Anfängerin, es sind ganz viele Falten drin, aber das ist mir wurscht. Ich finde es mega schön und ich bin begeistert davon. Ich habe halt leider noch keine Klettklebepunkte und ich habe auch keine Magnete, die so flach sind, dass sie da reinpassen würden. Wenn ich mein nächstes Gehalt überwiesen bekommen habe, fahre ich zum Actionmarkt und hole mir dieses Magnetfotopapier. Das kennt ihr mit Sicherheit alle schon. Und das werde ich ausprobieren, wenn ich mir das in kleine Kreise schneide, ob das dann so eine Goodie Bag oder ein Flipbook beispielsweise zusammenhalten würde. Ja, so sieht es von innen aus. Ja,
ist jetzt nichts Großartiges dran zu sehen. Ich hole auch nicht die Sachen raus. Das könnt ihr euch dann in Heikes Video ansehen, wenn sie das auspackt. Ich will ja hier nicht alles vorwegnehmen. Ich will nur gerne einmal meine Bastelarbeiten zeigen. So. Das ist ein, wie nennt man das? Ein Brett. Da hinten ist es so umgeschlagen. Fand ich eine schöne Idee. Als ich es dran gemacht habe, war es viel strammer. Irgendwie hat es sich nachgelockert. Jetzt, naja, rutscht es halt so runter. Hauptsache, es geht nicht auf. So, und dann, oh, da bin ich sowas von stolz drauf. Ich habe gestern, oh nein, hier geht's auf. Verdammte Hacke, Moment mal eben. Ich muss es eben anders, oh, und es wackelt. Es tut mir echt leid, Leute. So, wartet mal. Hier fallen mir die ganzen Gorges raus. Einen Augenblick. So, also ihr seht, ich habe gestanzt wie der Teufel und ich habe koloriert, wenn man das Kolorieren nennen kann. Ich glaube, ich bin da noch nicht so professionell drin, deswegen sage ich einfach mal, ich habe ausgemalt. Ja. So, jetzt hält es besser. Ich habe gestern den ganzen Tag gebastelt wie eine Irre und habe meine erste, das ist eine Flipback, richtig? Eine Flipback gebastelt. Das hier ist die zweite, die ich gemacht habe. Die finde ich nämlich, ist besser gelungen. Oh, ich habe die zu voll gemacht. Die geht überall auf. Ja, liebe Heike, ich hoffe, sie kommt heile an. Ansonsten müsstest du bitte überall nochmal nachdrücken. Ich bin halt in den Anfängen. Ja, und ich finde sie sehr gelungen. Ich finde sie mega schön und bin total begeistert. Und da stecken halt überall Gorges dahinter. Und hier sind Muffins versteckt und hier sind auch nochmal Gorges. Die könnt ihr euch dann auch bei Heike im Video anschauen. So, dann haben wir hier eine Tasche und da eine Tasche. Und da habe ich auch diese Mädels versteckt. Dann haben wir da noch mehr Jungfrauen. Und hier sind noch Häschen. Ich denn? Ja, die sind da auch hinter. Und hier oben drin sind dann auch noch Stanzteile und Stempelabdrücke. Das war es auch schon. So, das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil es mir einfach mega gut gefällt. Hier, ich habe diese Stanzteile aus dem Die-Cut-Block vom Action-Markt genommen. Oh Mann, die gehen alle auseinander. Ich brauche besseren Kleber. Welchen Kleber nehmt ihr dafür? Ich habe jetzt dieses Sticky Tape aus dem Actionmarkt genommen, um sowas hier festzukleben. Und das löst sich, weil ich es anscheinend alles zu voll gepackt habe und zu stramm gepackt habe. Das finde ich jetzt gerade voll blöd, dass es sich löst. Was nehmt ihr dafür? Könnt ihr mir einen Kleber empfehlen? Einer, der richtig gut hält? Das wäre toll. Hier oben löst es sich auch wieder. Da. So. Nun ja, das wollte ich euch gezeigt haben. Das Päckchen geht jetzt bald auf Reisen. Ich muss es noch schick verpacken und zur Post bringen. Ich denke mal, es wird dann am Freitag soweit sein, dass ich es verschicke. Und dann wird es die nächsten Tage bei ihr ankommen und dann müsst ihr euch unbedingt das Video anschauen. So, bis dahin, ich werde fleißig weitermachen. Ich weiß, es gab lange Zeit keine Videos von mir, aber es wird wieder. Ja, sonst habe ich nichts zu sagen. Bis neulich, bei mir klingelt's, die Post ist da. Juhu, tschüssi.